Die nachfolgende Sendung wird durch die Spender von Joyce Meyer Ministries ermöglicht. Wenn Sie all Ihre Prüfungen erfolgreich bestehen sowie die Versuchungen überwinden und fest gegründet sind, werden Sie zunehmend mit dem Heiligen Geist erfüllt sein und dann kann Gott Sie viel mehr gebrauchen als je zuvor. Nachdem ich darüber nachgedacht und gebetet habe, worüber ich heute sprechen soll, habe ich beschlossen, euch zu sagen, wie ihr mit Versuchungen umgehen könnt, was ihr tun solltet, wenn ihr versucht werdet und wie es euch gelingt, dem Teufel immer einen Schritt voraus zu sein. Hört sich gut an, oder? Statt zuzulassen, dass er euch jagt, solltet ihr ihm einen Schritt voraus sein. Geratet ihr ab und zu in Versuchung? Und wisst ihr, wenn ich von Versuchung rede, meine ich damit alle möglichen Arten von Versuchungen. Von der Versuchung, sich Sorgen zu machen, eifersüchtig oder gierig zu sein. Der Versuchung, selbstsüchtig oder selbstzentriert zu sein. Bis hin zur Versuchung, zu lügen, zu stehlen oder Ehebruch zu begehen, was auch immer. Ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die nicht versucht werden. Und es gibt sicher nicht viele, die nicht an jedem einzelnen Tag in irgendeiner Form auf eine Versuchung treffen. Ich möchte gleich zu Beginn sagen, dass eine Versuchung keine Sünde ist. Ich glaube, viele Menschen denken, ich sollte diese Gefühle nicht haben oder ich sollte das nicht denken oder wie kann ich das nur wollen oder ich sollte mich nicht ärgern und ich sollte mich nicht so fühlen. Das ging mir selbst jahrelang so. Jedes Mal, wenn ich versucht war, etwas Falsches zu tun und die Versuchung sehr stark war oder nicht schnell vorüberging, dachte ich, mit mir stimmt etwas nicht. Bin ich überhaupt gerettet? Wie kann ich so etwas denken? Wie kann ich das fühlen? Und das als Christin, versteht ihr, was ich meine? Wir glauben, wir sollten immer liebevoll und wunderbar sein, nie an uns selbst denken und nie gierig sein. Aber das ist einfach nicht die Realität, denn obwohl wir als Christen einen erneuerten Geist haben und viel Gutes in uns steckt, haben wir auch noch eine menschliche Natur, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. In unserer Seele findet ein Kampf statt. Wenn ihr euch viel mit Gottes Wort beschäftigt, werdet ihr die meisten Kämpfe gewinnen. Denn wenn euer Geist stärker ist als eure menschliche Natur, werdet ihr als Sieger hervorgehen. Doch es gibt etwas, das uns dabei größte Probleme bereitet. Und darauf möchte ich im Folgenden eingehen. Also, ich möchte das richtig formulieren. Wir hören sehr oft, lies die Bibel, lies die Bibel. Aber die Bibel sagt, wir sollen das Wort Gottes studieren. Zwischen Lesen und Studieren besteht ein großer Unterschied. Im Griechischen bedeutet das Wort Lesen etwas umfassender Wissen, etwas wahrnehmen, begreifen oder verstehen. Das ist also etwas anderes als das, was wir darunter verstehen, wenn wir jeden Tag ein Kapitel in der Bibel lesen, damit wir unserem Bibelleseplan ein Häkchen hinzusetzen können, bevor wir unseren Aufgaben nachgehen. Wir fühlen uns immer ein bisschen schuldig, wenn wir nicht in der Bibel lesen. Aber die Wahrheit ist, wir tun das nicht für Gott. Er weiß bereits, was in der Bibel steht. Er hat sie geschrieben. Wir müssen sie für uns selbst studieren. Und es ist großartig, sie zu lesen. Es ist großartig, anderen Menschen zuzuhören, die daraus lehren. Ich bin froh, dass ihr heute hier seid und mir zuhört. Wir haben heutzutage leichten Zugang zum Wort Gottes. Wir brauchen nur auf einen Knopf zu drücken und können uns etwas herunterladen. Das ist wirklich erstaunlich. Ihr könnt euch die Bibel auf euer Handy laden. Ihr könnt euch auf dem Weg zur Arbeit einen Bibelvers anzeigen lassen. Ihr könnt schnell eine kurze Andacht lesen oder eine halbe Lehr-CD hören, während ihr zur Arbeit fahrt. Ihr findet die Bibel auf eurem Computer, aber wisst ihr was? Ich glaube, manchmal sollten wir nicht so viel herunterladen, sondern uns mit einigen Dingen intensiver beschäftigen. Amen. Manchmal ist es ein bisschen zu einfach für uns und deshalb geben wir uns oft auch nicht besonders viel Mühe. Ich glaube, wir sollten nicht nur Zeit investieren, sondern uns mit der Hilfe des Heiligen Geistes auch ein wenig Mühe geben, wenn wir das Wort Gottes studieren. Ich weiß nicht, wie viele Bibelstellen ich für heute vorbereitet habe. Ich glaube, es sind um die 30, aber ich werde nicht alle vorlesen können. Wisst ihr, ich tue das schon eine lange Zeit. Wahrscheinlich könnte ich die meisten von Ihnen zitieren, aber heute Morgen in meinem Hotelzimmer
habe ich jede einzelne von ihnen aufgeschlagen und gelesen. Denn je öfter ich das Wort sehe, umso lebendiger wird es. Es kommt buchstäblich in mich hinein und stärkt und nährt mich. Inspiriert durch den Heiligen Geist will ich hier heute einen Vorstoß wagen, denn es gilt zu erkennen, dass wir uns zurückholen müssen, was wir in den letzten Jahren verloren haben. Wir müssen das Wort Gottes lieben und es selbst studieren, statt immer nur darauf zu warten, dass es uns jemand auf dem silbernen Tablett serviert. Wenn wir also angemessen mit der Versuchung umgehen wollen, müssen wir die Entscheidung treffen, dass wir die Bibel studieren. Ihr sagt, aber ich gehe jeden Sonntag in die Kirche. Soll ich euch etwas sagen? Bitte seht mich jetzt an, das reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Ich sehe mir auch jeden Morgen deine Sendung an, Joyce. Das freut mich. Ich hoffe, ihr tut es weiterhin. Aber auch das ist nicht genug. Wisst ihr warum? Weil euer Pastor nicht Gott ist und auch ich bin nicht Gott. Um zu bekommen, was ihr wirklich braucht, müsst ihr euch Zeit nehmen und zu ihm gehen. Dazu später mehr. Die Bibel sagt, die Versuchung muss kommen. Wusstet ihr das? Es gibt keine Möglichkeit zu leben, ohne versucht zu werden. Wenn wir nie Versuchungen ausgesetzt wären, brauchten wir keinen Glauben und ebenso wenig brauchten wir die Frucht der Selbstbeherrschung, die Gott uns gegeben hat. Wenn es keine Versuchung gäbe, müssten wir in unserem Leben gegen nichts ankämpfen. Versuchungen prüfen uns. Versuchungen bringen ans Licht, wie es um unseren Glauben wirklich bestellt ist. Lasst uns ein paar Bibelverse lesen. Wir beginnen mit Lukas 17, Vers 1. Ich möchte, dass ihr das seht. Eines Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, es wird immer Versuchungen geben, die zum Bösen verführen. Doch wie schlimm wird es erst dem Menschen ergehen, der andere zur Sünde verleitet. Matthäus Kapitel 18, Vers 7. Schreckliches erwartet die, die andere zur Sünde verführen. Die Versuchung, Böses zu tun, wird es immer geben, doch dem, der andere in diese Versuchung bringt, wird es schlimm ergehen. Er sagt also, wir brauchen gar nicht darauf zu hoffen, dass uns keine Versuchung ereilt. Und statt uns zu bemühen, an den Punkt zu gelangen, wo wir nicht mehr versucht werden, sollten wir lieber sicherstellen, dass wir keine Versuchung für andere darstellen und lernen, dem Teufel immer einen Schritt voraus zu sein. Wenn wir versucht werden und genug von Gottes Weisheit in uns tragen, wissen wir, wie wir der Versuchung widerstehen können, sodass wir ihr nicht nachgeben. Ihr kennt das Gebet, das Jesus seine Jünger lehrte, als sie sagten, lehre uns beten. Wir nennen es das Vaterunser und es kann uns immer als Leitfaden dienen. Er sagte, führe uns nicht in Versuchung. Er sagte, nicht betet, dass ihr nicht versucht werdet. Er sagte, betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Die Versuchung wird also kommen. Sie ist in der Welt. Unsere menschliche Natur wird uns in Versuchung führen. Der Teufel versucht uns und er benutzt Menschen, um uns zu versuchen. Ich bezweifle, dass auch nur einer von uns je eine Woche erlebt, in der er nicht versucht ist, gekränkt zu sein oder sich über jemanden zu ärgern. Wer von euch schönen, wunderbaren Christen war bereits heute der Versuchung ausgesetzt, sich zu ärgern? Wow! Ihr nehmt mich auf den Arm! Das sind viel mehr Leute, als ich erwartet hatte. Fast 80% des gesamten Publikums. Nun, wisst ihr was? Mir ging es diese Woche genauso. Und wenn ihr oft mit Versuchungen zu kämpfen habt, ging dem ein großer Sieg voraus. Habt ihr das gewusst? Manchmal erringt ihr einen großen Sieg und plötzlich kommt die Versuchung und ihr denkt, Mann, kann ich nicht einmal eine gute Woche haben? Kann man mich nicht einfach in Ruhe lassen, sodass ich endlich mal eine gute Woche habe? Aber unsere einzige Möglichkeit, eine gute Woche zu haben, besteht darin, mit Christus zu leben und zu lernen, dass die Versuchung ein Teil unseres Lebens ist. Ihr müsst euch nicht verurteilt fühlen, wenn ihr in Versuchung geratet. Ihr könnt mit der Kraft des Heiligen Geistes widerstehen. Wir müssen lernen, der Versuchung zu widerstehen. Und je schneller wir das tun, umso besser geht es uns. Wisst ihr, auch Jesus wurde versucht.
Sogar Jesus wurde versucht. Lasst uns Hebräer 4, Vers 15 aufschlagen. Ich dachte gerade an die Zuschauer, die jetzt vor dem Fernsehapparat sitzen. Wir sind hier in Houston, aber wir sind sehr glücklich, dass Sie uns auf der ganzen Welt sehen können. Ich bin sicher, dass auch Sie Versuchungen verschiedenster Art erleben. Und vielleicht denken Sie, wenn ich nicht versucht würde, hätte ich ein besseres Leben und könnte ein viel besserer Mensch sein. Aber ich habe eine gute Nachricht für Sie. Der, welcher in Ihnen ist, ist größer als der, welcher in der Welt ist. Das gilt für alle Christen. Wenn Sie noch nicht eine solch enge Beziehung zu Jesus haben, wenn Sie ihn noch nicht in sich tragen, dann kämpfen Sie mit Ihren Schwächen. Aber Sie können diese Schwächen gegen Kraft eintauschen, indem Sie Jesus als das Opfer für Ihre Sünden anerkennen und mit ihm ein neues Leben beginnen. Wir wären glücklich, Ihre Fragen dazu beantworten zu können. Nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf. Wenn Sie sich Jesus ganz bewusst zuwenden, werden Ihnen Ihre Sünden vergeben und Sie können mit ihm ein neues Leben beginnen. Sie können lernen, stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke zu sein und nicht ständig unter irgendetwas zu leiden, sondern über den Dingen zu stehen und ein erfolgreiches Leben zu führen. Es ist wunderbar zu wissen, dass der Retter, den wir so sehr lieben, dem wir vertrauen und an den wir glauben, versteht, was es bedeutet, versucht zu werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht und vielleicht trifft das auf mehr Frauen zu als auf Männer, aber ich will jemanden haben, der mich versteht. Ich habe zu meinem Mann gesagt, es ist mir egal, ob du mich verstehst oder nicht, sag mir einfach, dass du es tust. Liebt ihr es nicht auch, wenn ihr jemandem euren Kummer erzählt und der sagt, ich verstehe das, ja, das kann ich total nachvollziehen. Und hasst ihr Damen es nicht auch, wenn ihr eurem Mann etwas erzählt und der sagt, komm darüber hinweg? Macht ihr einfach deswegen keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen um die Kinder, sie werden sich gut entwickeln. Und ihr denkt, du verstehst mich überhaupt nicht. Deshalb haben Dave und ich eine Vereinbarung getroffen. Er sagt einfach, ich verstehe dich. Und auch wenn ich weiß, dass er es nur sagt, weil ich es hören will, fühle ich mich trotzdem besser. Aber Jesus versteht uns. Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben keinen Hohepriester, der unsere Schwachheiten und unsere Anfälligkeit gegenüber den Angriffen der Versuchung nicht verstehen, der nicht mit uns mitfühlen kann, sondern einen, der in allem genauso wie wir versucht worden ist, doch ohne zu sündigen. Halleluja! Er hat es geschafft, jeder Versuchung zu widerstehen. Und ich glaube, dass auch uns das immer besser gelingt, je mehr wir in ihm wachsen. Irgendwann gelangen wir an den Punkt, an dem wir jeder Versuchung mit großer Stärke begegnen können. Jesus, der vollkommener Gott und vollkommener Mensch war, hatte hier auf der Erde mit jeder Versuchung zu kämpfen, mit der auch wir heute zu kämpfen haben. Ich möchte, dass ihr das versteht. Er weiß, wie ihr euch fühlt. Er weiß, wie es ist, verletzt zu sein. Er weiß, wie schwer es sein kann, jemandem zu vergeben. Er kennt jedes einzelne eurer Gefühle. Doch in seiner Göttlichkeit konnte er aus dem Geist Kraft beziehen und allem widerstehen. Er ging ans Kreuz und bezahlte den Preis für all unsere Schwächen und Sünden, mit denen wir zu kämpfen haben. Sind wir nicht unendlich froh über das Kreuz von Jesus Christus, dankbar für das Blut, das er vergossen hat und für alles, was er für uns getan hat? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin sehr froh darüber. In Vers 16 heißt es, lasst uns nun furchtlos, zuversichtlich und mutig vor den Gnadenthron treten, den Thron der unverdienten Gunst Gottes für uns Sünder, damit wir für unser Versagen Barmherzigkeit empfangen und zur rechten Zeit Gnade finden für jede Not. Wenn wir uns schwach fühlen oder in Versuchung geraten sind, können wir immer zu Gott gehen. Es ist so wunderbar zu wissen, dass er uns versteht und sich nicht von uns abwendet. Ich sage euch ganz gleich, wer ihr seid. Ob ihr nun hier anwesend seid oder vor dem Fernseher sitzt, es spielt keine Rolle, was ihr getan habt. Gott wendet sein Angesicht nicht von euch ab. Er sieht euch an und streckt seine Hände nach euch aus. Es ist nicht zu spät, für euch noch einmal ganz von vorn zu beginnen. Es ist nicht zu spät für einen neuen Anfang. Und keine Grube ist so tief, dass er nicht seine Hand hineinstrecken und euch herausholen kann. Stimmt's?
Und viele von uns sind der beste Beweis dafür, dass wir mit der Kraft Gottes absolut alles überwinden können. Ohne ihn können wir nichts tun, aber durch Christus können wir alles tun. Jesus versteht uns. Ich spüre ganz stark, dass das heute jemand hören und für sich annehmen muss. Jesus versteht, was ihr durchmacht. Aber glaubt nicht der Lüge, dass ihr niemals frei sein könnt. Schenkt den Lügen Satans keinen Glauben. Glaubt, was das Wort Gottes sagt. Denn das, was ihr glaubt, werdet ihr auch empfangen. Ich sage, das, was ihr glaubt, werdet ihr auch empfangen. Ich sagte, was ihr glaubt, werdet ihr auch empfangen. In der Bibel heißt es, euch geschehe nach eurem Glauben. Sehen wir uns jetzt Lukas 4, Vers 13 an. Dieser Vers wird euch wahrscheinlich nicht sehr begeistern, aber ich lese ihn trotzdem vor, weil ich denke, dass es ein guter Vers ist. Ich lotse euch heute durch die ganze Bibel. Lukas 4, Vers 13. Und als der Teufel, ihr wisst, dass Jesus versucht wurde, er wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Das ist interessant, oder? Er wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, wo er 40 Tage und Nächte lang geprüft und versucht wurde. Und nachdem ihr jede Versuchung Satans durchlaufen und jede Prüfung bestanden hatte, heißt es in Vers 13, und als der Teufel die Zeit der Versuchung beendet hatte, ich liebe das, die Zeit der Versuchung, ist euch schon einmal aufgefallen, dass die Versuchung manchmal nicht nur einen Tag lang anhält? Ihr überwindet sie am Montag und am Dienstag kommt sie zurück. Am Mittwoch passiert etwas anderes und am Donnerstag wieder etwas anderes und ihr denkt, Manometer, wann hört das endlich auf? Und als der Teufel die Zeit der Versuchung beendet hatte, nahm er Abstand und verließ ihn vorübergehend, bis eine günstigere Zeit kommen würde. Vers 14 begeistert mich. Danach kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galiläa zurück und bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Hier ist also die gute Nachricht. Wenn ihr alle eure Prüfungen erfolgreich besteht, sowie die Versuchungen überwindet und fest gegründet seid, werdet ihr zunehmend mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Und dann kann Gott euch viel mehr gebrauchen als je zuvor. Deshalb will ich euch sagen, was immer ihr gerade durchmacht, es ist eine Prüfung. Und wenn ihr sie besteht, werdet ihr stärker daraus hervorgehen, als ihr sie angetreten habt. Der Segen Gottes und seine Kraft in eurem Leben werden zunehmen. Und er wird euch für noch größere Dinge gebrauchen können als je zuvor. Hab ich recht? Seht ihr, einige von euch werden gerade stärker und wissen es nicht einmal. Und das, was ihr hasst, wird letzten Endes zu eurem besten Freund werden. Seid nicht überrascht, wenn ihr schwierige Zeiten durchmacht. Die Bibel sagt in Jakobus 1, wir sollten uns freuen, wenn wir in Versuchungen und schwierige Situationen geraten, weil wir wissen, dass Geduld wächst, wenn unser Glaube auf die Probe gestellt wird. Bei mir wurden allerdings erst eine Menge anderer Dinge sichtbar, bevor die Geduld an der Reihe war. Das war ein großes Problem. Wisst ihr, was passiert, wenn wir geprüft und unter Druck gesetzt werden? Dann kommt unser wahres Ich zum Vorschein. Nicht unser geistliches Ich, mit dem wir in der Kirche erscheinen. Nicht das erfolgreiche Ich, das wir unseren Freunden präsentieren. Es hilft uns, wenn wir schwierige Zeiten durchmachen, denn dadurch erkennen wir unsere Schwächen und können damit zu Gott gehen, von dem wir wissen, dass er uns versteht und uns nicht verurteilt. Wir können uns der Wahrheit über uns selbst stellen. Jesus wird uns dann helfen, dorthin zu kommen, wo wir sein sollten. Und wir tun es nicht für ihn. Wir müssen das nicht tun, um in den Himmel zu kommen. Wir kommen in den Himmel, weil Jesus für uns gestorben ist und wir das glauben. Aber ich will hier auf der Erde für ihn wirken. Ich will Dinge erreichen und ich möchte das haben, was Jesus mir durch seinen Tod ermöglicht hat. Ich will sein, wie er mich gedacht hat und tun, was er von mir möchte. Es begeistert mich, was Gott im Leben von Menschen auf der ganzen Welt tut. Und ich glaube, je hungriger ihr nach Gott seid, umso glücklicher werdet ihr sein. Amen. Ich erinnere mich noch daran, wie ich mich eines Morgens für die Bibelstunde fertig machte, die ich damals in der Kirche abhielt. Dave und ich stritten uns, was zu dieser Zeit nicht ungewöhnlich war. Und ich war wirklich ärgerlich, um nicht zu sagen wütend. Ich hatte noch etwa eine Stunde Zeit, bis ich in der Kirche sein und lehren musste. Ihr habt noch nie etwas Merkwürdiges getan, bis ihr versucht,
ärgerlich, das Wort Gottes zu lehren. Zumindest bei mir ist es so, dass ich, wenn ich aus meinem Geist heraus über Gott spreche, manchmal merke, dass sich das, was in meiner Seele ist, irgendwie darunter mischt. Und dann kommen die Dinge, die ich sage, nicht richtig bei den Leuten an. Deshalb habe ich eine heilige Furcht davor, hier auf die Bühne zu kommen, wenn ich mit Gott und anderen Menschen nicht im Reinen bin. Ich mache hier schließlich nicht irgendetwas. Deshalb muss das, was ich tue, gesegnet sein. Ich bin wirklich abhängig von Gottes Segen, damit ich eure Aufmerksamkeit nicht verliere. Denn, wie ich schon sagte, ich kann nicht singen, ich spiele kein Instrument, ich erzähle euch hin und wieder eine lustige Geschichte, aber ich weiß nie, was ich sagen werde, bis Gott es mir zeigt. Ich stehe einfach hier mit meiner Bibel und ich brauche Gott wirklich sehr. An jenem Morgen ging es mir also nicht gut. Ich fühlte mich schuldig, weil ich zugelassen hatte, dass ich ärgerlich wurde. Da erinnerte Gott mich an etwas, das mir seitdem oft geholfen hat. Und ich hoffe, dass auch ihr das heute versteht. Er führte mich zu Epheser 4. Hier geht es um den Zorn. Und es heißt, sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Lasst uns Epheser 4, Vers 26 ansehen. Wie kann man zornig sein und nicht sündigen? Ich dachte, es sei eine Sünde, zornig zu sein. Das wird heute jemanden innerlich befreien, denn seht ihr, der Punkt ist, hört mir jetzt zu, wenn ihr schlechte Laune habt und euch oft ärgert und euch deshalb ständig schuldig fühlt, werdet ihr nie frei sein. Schuld gleicht einer Tretmühle. Sie laugt euch nur aus und tut euch nie etwas Gutes. Geht stattdessen mit euren Schuldgefühlen zu Gott und sagt, ich weiß, dass du mich trotzdem liebst. Ich weiß, dass ich mein neues Leben in Christus deshalb nicht verloren habe. Ich vertraue dir. Ich will nicht so bleiben und ich weiß, dass du mich verändern kannst. Ich weiß, dass dein Wort mich verändern kann. Ich empfehle den Leuten immer, Gottes Wort einzunehmen wie Medizin. Nehmt es ein wie Medizin. Wenn ihr Kopfschmerzen habt, kommt ihr sicher nicht auf die Idee, euch ein Pflaster auf die Stirn zu kleben, oder? Ihr nehmt Aspirin oder irgendein anderes Schmerzmittel. Und wenn ihr euch den Finger schneidet, klebt ihr keine Aspirintablette darauf, sondern ein Pflaster. Wir sind also klug genug, um zu wissen, wie wir mit unseren natürlichen Wehwehchen umgehen. Aber manchmal wissen wir nicht, wie wir unsere kranke Seele behandeln sollen. Das Wort Gottes ist Medizin für unsere Seele. Aber ich sage euch etwas, wenn ihr einen Wutanfall habt, wird es euch nicht helfen, einen Vortrag über Erfolg und Wohlstand anzuhören. Wenn ihr wütend seid, solltet ihr eine Konkordanz aufschlagen und jeden Vers zum Thema Zorn in der Bibel nachlesen. Währenddessen dürft ihr wissen, dass Gott nicht ärgerlich auf euch ist, dass Jesus euch versteht und nicht verurteilt. Aber wenn wir Jesus wirklich lieben, können wir uns nicht damit zufrieden geben, so zu bleiben. Da ist etwas in uns, das sagt, ich muss mich um Christi willen ändern, denn ich will ihm auf der Erde Ehre machen. Ich bin nicht bereit, so zu bleiben. Ich wünsche mir, dass Menschen an den Punkt gelangen, an dem solche Dinge nicht mehr automatisch Schuldgefühle in ihnen hervorrufen, weil sie glauben, dass Gott ärgerlich auf sie ist und sie nicht mehr liebt, sondern dass sie sich um seinetwillen ändern wollen, weil sie ihn von ganzem Herzen lieben. Wir alle sind hin und wieder der Versuchung ausgesetzt, etwas Falsches zu tun. Das ist Teil des Lebens und deshalb hat Gott uns die Frucht der Selbstbeherrschung gegeben. Der Schlüssel ist, dass wir lernen, der Versuchung zu widerstehen. Wann ist nun die beste Zeit, im Hinblick auf unsere Versuchungen zu beten? Ich glaube, wenn wir wissen, dass wir in bestimmten Bereichen Schwächen haben, ist es klug, regelmäßig dafür zu beten. Was bewegt eigentlich jemanden dazu, das traute Heim und den Alltag hinter sich zu lassen, um in eine so verrückte Gegend wie diese hier zu reisen und bei einem medizinischen Hilfseinsatz mitzuarbeiten? Fragen wir doch einfach mal bei jemandem nach, der das schon oft gemacht hat. Seeing the world is awesome. It's always a great adventure. Because the kids are so amazing. I do this because God put it in my heart to help others. Because it's life-changing. We love it. It's awesome. Because it's really fun. Wäre das auch etwas für Sie? Wenn Sie eine Ausbildung im Gesundheitswesen haben, denken Sie doch mal darüber nach. Auf unserer Internetseite finden Sie alle Informationen, die Sie brauchen. Und vergessen Sie nicht, Ihr Abenteuer kann heute beginnen. Musik.
Fragen? Schreiben Sie uns eine E-Mail. Unser Team hilft Ihnen gerne weiter. Das ist eine Frage aus Nebraska. Ich brauche wirklich Hilfe, um mir mein ständiges Zu-spät-Kommen abzugewöhnen. Ich plane immer sehr viel Zeit ein, aber dann komme ich trotzdem zu spät und habe dadurch Probleme bei der Arbeit. Die meisten Menschen, die oft zu spät kommen, planen nicht richtig. Aber die Frau sagt, dass sie das tut. Also müssen wir es nicht aus diesem Blickwinkel betrachten, aber vielleicht will sie zu viel von dem machen, was sie sich vorgenommen hat, anstatt zuerst das zu machen, was wirklich nötig ist. Meine Tochter, die Mutter der Zwillinge, hatte damit zum Beispiel viele Jahre lang ein Problem. Sie hat es immer bis zuletzt aufgeschoben, sich fertig zu machen, weil sie gern alles ordentlich hinterlassen wollte, wenn sie aus dem Haus ging. So wurde sie von allen möglichen Sachen abgelenkt, die aber in diesem Moment eigentlich nicht das Wichtigste waren. Und wenn es dann soweit war, dass sie sich fertig machen sollte, musste sie sich auf einmal beeilen und kam dann am Ende zu spät. Für sie war es wichtig, Gottes Gnade in ihrem Leben zu erkennen, denn sie wollte selbst schaffen, das zu ändern, anstatt sich auf Gott zu verlassen. Und das ist bei all diesen Sachen das Wichtigste und hat mit der Gottesgewohnheit zu tun. Sich Zeit mit Gott zu nehmen, ist so wichtig. Wir müssen zuerst zu Gott gehen und ihn bitten, uns Gnade zu schenken, damit wir das tun können, was wir tun müssen. Ich rate niemandem, dass er versuchen soll, sich etwas an- oder abzugewöhnen. Es nur zu versuchen, ist nicht die Lösung. Was wir glauben, bestimmt, wie wir leben. Wir müssen an Gott glauben und ihn immer wieder bitten und bitten und bitten, dass er uns bei dem hilft, was wir tun möchten. Mit Gott starten, aber wie? Die täglichen Andachten von Joyce helfen Ihnen, den Tag mit Gott zu beginnen. Jeden Morgen neu in Ihrem E-Mail-Postfach. Völlig kostenlos. Gleich anmelden und durchstarten. Jeder Tag bietet unendlich viele Möglichkeiten, Gutes zu tun. Selbst kleine Gesten können so viel bewirken. Wir brauchen eine Revolution der Liebe. Bei einer Revolution wird der normale Lauf der Dinge plötzlich tiefgreifend und vollkommen verändert. The Love Revolution. Joyce Meyer zeigt in diesem inspirierenden und herausfordernden Buch eine neue Lebensweise auf, die sie selbst und ihre Welt durch echte Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft verändern wird. Jesus gab uns ein neues Gebot. Er sagte, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Mir ist klar geworden, ich kann nicht glücklich und selbstsüchtig zugleich sein. Ich habe es jahrelang probiert, aber am Ende war ich immer unglücklich. Lesen Sie The Love Revolution und werden Sie Teil dieser Revolution der Liebe. Bestellen Sie das Buch jetzt unter 040 88 88 41111 oder besuchen Sie uns im Internet unter joyce-meyer.de.